大方の予想を裏切り、渦巻きナルトはネジを下し、そのまさに荒れる中忍試験本戦。しかしさらなる混乱が、音隠れの里長オロチマルの襲撃、そして同盟国スン二つの混乱が木の葉崩しを起こし、木の葉隠れはまた各地で悲鳴と煙が立ち上る中、木の葉の忍びたちはそして物見櫓の上でも命を懸け、木の葉のた歴史の風はこの私が操る。オロチマルサルトビ先生、またあなたと戦えるなんてね。かつての弟子だとて、忍びの世を乱す者は絶対に許さん。Genau, Leute, wir lassen das natürlich nicht zu. Wir werden natürlich Orochimaru mal so richtig schön in den Arsch treten. Und ehrlich gesagt, habe ich gedacht, dass wir noch den Kampf Sasuke gegen Gaara machen. Aber ich schätze mal, das wird dann in der Sasuke-Story durchgenommen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder den täglichen Tagesgeschehen durch. Wir kämpfen gegen Orochimaru. Wir sind Sarutobi, beziehungsweise der dritte Hokage. Orochimaru ist ich sag mal, 10% stärker als wir. Und naja, wir müssen den Kampf gewinnen. Und ich würde mal sagen, das schaffen wir doch, Leute, ne? Oder? So, komm, jetzt aber. Mein vertrauten Geist gerufen und los geht's. So. Okay, und pam. Alles klar. Was haben wir als Jutsu? Yeah, geil. Na, das ist doch geil. Ja. Wow. So. Schön gegen die komische Barriere da. Schlagen und weiter geht's. Komm, halt die Fresse. Lass mich in Ruhe. Du olle Horsekopf. So, guck mal. Kriegst noch einen Stab in die Fresse und pam. Ja, komm, halt die Fresse. Und Ultimate Jutsu. Bäm, das sollte es gewesen sein, Leute. Pam. Ja, geil. KO, ein richtig guter Kampf. Ja, Sarutobi hat schon was auf dem Kasten. Dein Weg endet hier. So ist es. Leider, natürlich für die, die es natürlich wissen, leider endet der Weg hier nicht. Für ihn zumindest. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Mal gucken. Yeah, Leute. Wir haben einen guten A-Rang erreicht. Ja, wieder ein paar Ninja-Karten gekriegt. 5000 Rio. Und weiter geht's. Da müsste dann jetzt eigentlich der Kampf Naruto gegen Gaara kommen. Ja, mal schauen. Stonosge, Orochimaru wa chimeiteki na kizu o oi, Konoha o. Konoha mo mata, ooki na gisei o haratte ita. Senkyou wa, shidai ni shusoku e to. Shikashi, sato yori hanareta mori no oku de wa, uzumaki Naruto to.砂隠れの忍びガーラは己の存在意義のために、そしてナルトは大切なものを守るために、互いの信念を胸に両者は激突。俺は俺のためだけに生きる。お前ごときに俺を止めることはできない。守るべきものがあるんだ。だからお前には、お前だけには絶対負けねえ。
Oh nein, Leute, das werden wir natürlich nicht. Wir werden natürlich nicht verlieren gegen Gaara, der zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen abgedreht ist und ein bisschen crazy ist. So, Kampfvorlage, Kampf gewinnen, kein Erwachen-Modus möglich. Und der Gegner ist um 30% stärker als wir. Ach du Scheiße. Na gut, Leute, das scheint wohl ein härterer Kampf zu werden. Ich hoffe, ich werde nicht failen, aber wahrscheinlich wird das der Fall sein. Besonders mit Quatschen und aufnehmen und kämpfen und hier und da. Das ist gar nicht mal so leicht, wie das vielleicht aussieht. So, Gaara, jetzt geht's ab. Los geht's. Ach, schade. Ups. So. Na, verdammt. Alter Kollege. Ja. Wow. Alles klar. Los geht's! Jawohl! Attack, Leute! 2000 Speerspitzenangriff! Oder wie die Attacke hieß. Ich habe jetzt nicht genau gelesen. So, mal schnell eine Nudelsuppe reinzwiebeln. Haha! Nicht getroffen! Schnaps gesoffen! Wow! Ja, wir haben gar kein Tauschjutsu mehr! Nein! Alter, dann zwiebeln die aber auch gleich rein, wie die bekloppen, ne? Das ist ja schlimm. Okay, los, komm. Kurz mal ein bisschen aufgepowert. Und los geht's. Los, komm, komm. Jawohl. KO. Mann, Mann, Mann. Ich hab schon gedacht, als meine Tausch-Jutsu-Anzeige leer war, dass wir ganz schön am Arsch sind. Und die NPCs zwiebeln aber auch sofort drauf, wenn die Anzeige leer ist, ne? Da kennen die nichts. Da muss ich ziemlich aufpassen, dass ich mir wenigstens noch einen übrig lasse. Aber das ist immer so leichter gesagt als getan im Eifer des Gefechtes. Aber Leute, wir haben trotzdem einen A-Rang erreicht. Ein bisschen wenig Energie, 69, na gut, eigentlich immer noch ganz gut. Und mal gucken, wir kriegen 6000 Rio, das ist doch nicht schlecht. Und ja, das war's auch, 6000 Rio und das war's. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin selbst einfach mal gespannt. しかし騒乱による被害は大きく、この葉一方世の裏では謎の組織が動き始めていた。 暁とナノルその組織はナルトの中にあるキュービを狙い悟り、いち早く異変を察知したカカシたちは彼らの迎撃に向かい、そこに立っていたのは予想を超える二人、一人はSQ犯罪者霧隠れ、そしてもう一人は 元この葉隠れの忍びであり、内派一族を滅ぶ内派サスケの実兄内派イタチであった。共に深淵の底を歩む者、脅威の力を有する二人を前に邪魔をするのなら消すだけです。 イタチさん、さっさとやってしまいましょう。こっち見てやるぜ。援護は任せて。一瞬の油断が命取りだ。気をつけろ、アスマ、くれない。ホウウウウウウウウウウ。 Stimmt, da war ja noch die Szene, wo wir das erste Mal auf Akatsuki treffen oder Akatsuki oder wie man es auch immer aussprechen will. Und wir sind Kakashi, mit dabei ist natürlich Asura und Kurenai und auf der Gegenseite Itachi und Kisame. Wir sollen den Kampf gewinnen, Erwachen-Modus ist natürlich wieder nicht möglich und die Kollegen sind mal wieder um 30% stärker als wir. Ist das noch fair? Ich weiß es nicht. Aber egal, wir stellen uns trotzdem der Herausforderung. Ne, soll hier niemand sagen, dass ich feige bin? Los geht's! Attack! Und ich sollte mal ein bisschen mehr
Ja. Wow, 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 wow. Ah, verdammt. Der Arsch. So, jetzt prügel ich dich zusammen. Leider ist... Ich sollte auch mal mehr hier auf Hilfscharakter. Los hier, pam. Geht doch. Was kann Kurenai? Ja. Okay, irgendwas im Nahangriff-mäßiges. Gut, sollte ich mir merken. Sams. Alles klar, noch ein bisschen schneller gemacht. Ja. Okay. Ha, ein Griff. Pam. So, ich lasse hier noch Kurenai bei dir. Was macht die denn? Ach, in so einer Art Genjutsu wahrscheinlich. Alles klar, sie ist ja so die Genjutsu-Expertin. Nein! Das gibt's doch nicht. Okay. Nein! Jawoll! Hohohoho. Da hat er am Ende aber nochmal ordentlich versucht, nochmal reinzuzwiebeln. Aber nicht mit mir, Kollegen, ne? Das schaffen wir doch. Absolut unglaublich. Ja, aber wir haben trotzdem den Kampf gewonnen. Aber ich muss schon sagen, die 30%, die machen sich schon wirklich bemerkbar. Also, die ziehen nicht nur mehr ab, sondern die sind auch ein bisschen intelligenter, die Kollegen. Leider nur ein B-Rang, aber wir haben natürlich auch eine Menge Energie verloren. Unter 50%. Naja, komm, aber trotzdem ein recht passabler Kampf, wie ich finde. Nochmal 6000 Rio abgestaubt und ich glaube, wir können weiter, ne? Die Frage, ob wir nochmal gegen Kisame nochmal extra kämpfen. Hm, mal schauen. Ich weiß es nicht. Kakashi-tachiwa Akatsuki wo shirizokeru koto ni seikou. Itachi-hitsugen no hou wa ototo no Uchiha Sasuke no mimi ni hai. Ippou sono koro Uzumaki Naruto wa tsugi no hokage kouho de aru arata naru shi Jiraiya to tomo ni Sato no soto e to tsuzuku futari no tabiji. Sono tochuu to aru shikuhaku shisetsu de kyusoku wo totte ita Naruto no Itachi to Kisame no attou teki na iyatsukan ga Naruto wo nanpi tomo aragae nai kuukan kinchou ga haritsumeru naka sono mono koso Itachi wo nerai Itachi ni urami wo idaku otouto Uchiha Sasuke datta. Cool, können wir jetzt doch mit Sasuke kämpfen. Geil. Sasuke. Ima no kisama ni nado kyoumi wa nai. Uchiha Itachi. Anta no itta tori. Anta wo urami, nikumi, soshite anta wo korosu tame dake ni ore wa ikite kita. Geil, jetzt können wir doch mit Sasuke kämpfen. Da frage ich mich jetzt aber wiederum, warum konnten wir nicht den Kampf Sasuke gegen Gaara machen? Das würde mich jetzt mal interessieren und what the der Gegner, Angriffsstärke plus, ich sag mal, ich denke jetzt einfach mal, es ist die Prozentanzeige, wie stärker sie sind. Und 60% stärker. Huh. Vielleicht sind das auch ganz andere Werte, ich weiß es gar nicht, aber ich sag's einfach mal so. Und ach du Scheiße. Aber jedenfalls cool, ich kann mit Sasuke kämpfen. Das ist schon mal sehr geil. Alter. Ach, Alter, weißt du was? Kriegst eine Briefbombe rein. So. Na, okay. Ich sollte mal ein bisschen meine Tauschjutsu sparen. Die würde ich gerne noch etwas behalten. Okay, los, komm, jetzt aber schön reinzwiebeln. Nicht Kollege. Oh. Alter. Da hat er jetzt aber trotzdem gut reingezwiebelt, der Kollege. So, geh mal ein bisschen hier auf Abstand. Ich brauch mal meine Privatsphäre, wenn's genehm ist, der Herr. Ah, Alter. Alter, wo willst du hin?
Jawohl, Griff geglückt. Einmal eine dicke Kopfnuss. So, alles klärchen, Popärchen. Aber Itachi mit seinem Rahmen, der hat schon, ist schon ein bisschen mies. Jawohl, Chidori. Och, leider nicht ganz besiegt dadurch. Das ist natürlich schade. Wow. Uah. So, einmal eine schöne Feuerkugel reingezwiebelt. Jawohl. Pam. Ja, trotzdem den Kampf stylisch beendet mit einem Griff. Sieht natürlich auch nicht so schlecht aus. Ja, das hast du, mein Freund. Aber Itachi mit seinen Raben, der wo er so durch einen durchfliegt, ist schon ein bisschen mies. Ja, müsste ich schon zugeben. Aber naja. Schon wieder nur ein B. Hm. Muss auch ein bisschen besser kämpfen. Na gut. Geheimtechnik-Video und 6000 Rio erhalten. Und wir gehen weiter. Ob wir bald das Rasengan lernen? Huh, das wird geil. Können wir uns endlich mal ordentlich wehren? Mit einem ordentlichen Jutsu von Naruto. Das Bild sah aus. ナルト君。 Auf jeden Fall! Und zu diesem Zeitpunkt müssen wir das Rasengan haben. Und das Bild sieht man ja schon, Naruto, ich weiß gar nicht, hat er schon vor das Bild mit den Rasengan? Ich weiß es nicht, jedenfalls können wir es wahrscheinlich jetzt. Endlich! Und wir kämpfen gegen die kleine, miese Schlange Kabuto, den ich persönlich im gesamten Anime überhaupt nicht mag. Na gut. Komm, schär dich mal weg. Huah! Ah, gut. Gut. Ist ja gut. Ich hab gesagt, schär dich weg, Kollege Schlittschuh. Okay, komm, machen wir mal konventionelle Angriffe. Das sollte erstmal ein bisschen... Alter, weich nicht aus, Kollege! Pam! Du kannst nicht ewig ausweichen, Kollege! Irgendwann hab ich dich! Und da bist du fällig! Aber erstmal brauche ich ein bisschen mehr Chakra, bevor ich dich fertig mache. Also warte mal... Kurz. Ja, ist ja... Klasse. Uah, ich kann ja ultimativen Jutsu gegen Erwachen-Modus gar nicht einsetzen. Komm. So. Alles klar, das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, dass der Erwachen-Modus hammer viel reinzwiebelt. Und deshalb müssen wir richtig aufpassen. Und am besten Angriff ist die beste Verteidigung. Nein! Jawohl! Hab ich's doch noch am Ende geschafft.
Alter, Alter, Alter. Der Kollege ist schon gut ausgewichen. Und das habe ich hundertprozentig erledigt. Ich merke gar nicht, ich habe noch nicht mal versucht, das ultimative Jutsu einzusetzen. C-Rang. Ey, komm. Naja, gut. Ich merke schon, die Kollegen zwiebeln ganz gut rein. Na gut. Es ist natürlich auch alles eine Frage der Übung, ne? Wird noch besser. Hoffe ich. Aber das ist echt schwer. Reden und gleichzeitig konzentrieren auf den Kampf ist schon schwer. Also, muss man schon sagen.